Schon im Natürlichen ist es so, dass wir nicht dann, wenn alles immer schick läuft, sondern gerade auch durch kleine und große Herausforderungen weiter in unserer Persönlichkeitsentwicklung vorankommen. Dies ist auch in unserem Glaubensleben so. Es gibt immer wieder Bedrängnisse von innen und außen, die uns zu Auseinandersetzungen mit unserem Glauben führen. Wenn wir uns mit diesen beschäftigen, uns aber als Resultat daraus bewusst für Jesus und für unseren Glaubensweg entscheiden und aus diesem inneren Konflikt gestärkt im Glauben hervorgehen, dann kommen wir damit zu einem wahren inneren Schatz und erleben die ewige Verbindung mit Gott schon hier auf Erden und natürlich sehr bald bei ihm und mit ihm zu Hause. Und wenn wir uns noch so in unseren Sorgen und Problemen verstruggeln, wir dürfen immer gewiss sein, Gott gibt uns keine Aufgabe, die uns zu groß ist. Er schafft uns nach seinem Bild als Werkzeug, so wie er uns braucht, um sein Werk zu vollenden. Gott vertrauen, auch wenn wir manches nicht verstehen, ist der Schlüssel. Das Thema Bedrängnisse des Christen regt zum Nachdenken an, weil es uns jeden Tag betrifft. Man beginnt automatisch zu überlegen, wo man als Christ schon in Bedrängnis gekommen ist und man sich hinterher die Frage stellt, warum ich? Ich machte in meiner Heimatgemeinde eine ganz schmerzhafte Erfahrung. Ein lieber Mitbruder verstarb nach schwerer Krankheit und hinterließ seine Frau und 3 kleine Kinder. Wir hatten das ganze Jahr sehr intensiv für ihn gebetet und zwischenzeitlich hat es sogar ganz gut ausgesehen. Trotzdem wählte der liebe Gott einen anderen Weg, den man als Mensch nur schwer verstehen konnte. Ein passendes Beispiel aus der Bibel ist Jesus Christus. Er musste ans Kreuz gehen, obwohl er Gottes Sohn war. Egal wie schwer man im Leben geprüft wird, unser Glauben führt uns in die Gemeinschaft mit Gott, wo kein Leid mehr sein wird. Es klingt natürlich jetzt zu schön, um wahr zu sein. Eine Aussage aus den Leitgedanken bringt das aber ganz gut auf den Punkt. Jesus Christus tröstet diejenigen, die um seinetwillen leiden. Es ist nicht immer leicht hier unten, auf Erden. Das brauche ich wohl keinem zu erklären, denn jeder kennt das aus seinem persönlichen Leben. Und dass uns nach dem Tod ein ewiges Leben offen steht, das ist sicherlich auch den meisten nicht neu, die regelmäßig eine Kirche besuchen. Das ist schon ein starkes Ding. Ein bisschen Leiden im Leben und dann auf ewig selig sein und für alles Schlechte entlohnt werden. Trotzdem ist das nur die halbe Wahrheit, wenn man sein Leben quasi abwarten will. Also einfach aushalten und leiden, solange es nun mal dauert und dann eben im Himmel auf Belohnung hoffen. Am Sonntag erst gab es im Plauen den Crossover-Gottesdienst. Mit der Aussage, möge die Macht Gottes mit dir sein. Einfach abwarten würde dieses gewaltige Potenzial, die Macht Gottes, völlig ungenutzt lassen. Wenn Jesus mit uns ist, an unserer Seite, dann können wir auch jetzt in unserem Leben schon etwas tun, um selig zu werden. Mit Jesus an unserer Seite liegt es in unserer Hand, unser Leben zu dem zu gestalten, was uns selig macht. Ganz konkret, an jedem Tag können wir einen Gedanken, eine gute Tat in unser Leben aufnehmen, ein Lächeln schenken, um die goldene Regel wahr zu machen. Denn das, was wir geben, kommt wieder zu uns zurück und erfüllt uns neu. Kein Teufelskreis, eine göttliche Aufwärtsspirale. Also warte nicht auf das ewige Leben, um selig zu werden. Es gibt ein Leben vor dem Tod. So, jetzt muss ich die Aufnahme noch beenden.